Action. Ja, herzlich willkommen wieder zurück bei Alexi TV mit mir, eurem Alexi und dem Unpil, der da drüben steht und sich auf Alexi TV umbenannt hat. Ja, hallo. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und es geht weiter. Und bei mir ruckelt's gleich erstmal. Jetzt geht's wieder. Okay. Ja, hier liegt alles neu da. Was praktisch ist. Die Hütte haben wir hier ja gebaut, damit wir noch speichern konnten, letztes Mal. Und jetzt erkunden wir die Höhle hoffentlich weiter. Aber bevor wir losgehen, baue ich mir aus den ganzen Schnapsflaschen, die ich jetzt gefunden habe, erstmal ein paar Bomben und ein paar Molotows und sowas. Ja, stimmt. In der letzten Höhle haben wir Bomben gut gebraucht. Eben, und ich habe mir gedacht, wenn jetzt hier gerade so viel Schnaps rumliegt, weil daran ist es ja das letzte Mal gescheitert. Ah, jetzt habe ich keine Uhren mehr. Egal, zwei Molotows gehen noch. So, jetzt habe ich zwei normale. Kamen wir eigentlich her hier? Du, das weiß ich auch echt nicht mehr. So. Ich rüste mir aber meine Axt mal gleich wieder aus. Okay. Kommst du mit oder bastelst du noch? Liegt noch so viel Zeug rum, das ist unglaublich. Wir kamen von da oben, oder? Ja, ich denke schon. Hier ist ein Seil. Oh, hier ist was zum Angucken. Map 3 von 4 collected. Vielleicht finden wir ja bald noch 4 von 4. Können wir ja mal gucken, ob die Map was bringt. Hm. Ich glaube, Map ist nicht 3 von 4, sondern der dritte, also ein Drittel. Also du meinst, ein das Viertel. Ist, ja. Langweilig. Achte da doch nicht drauf, wie viele Kartenteile ich schon habe. Ja, aber ich habe jedenfalls jetzt hier Map 3 von 4 gefunden. Ja, normalerweise also liegt da, glaube ich, auch noch ein Kompass mit rum. Ach ja? Im Singleplayer liegt da ein Kompass mit rum, ja. Kompass. Hast du gefunden, ja? Mhm. Ich glaube, ich habe den nämlich nicht eingepackt. Komme ich nochmal zurück. Hallo, warst du schon da unten? Ich bin gerade da runtergeklettert, ja, aber hier. Achso. Vielleicht habe ich den Kompass doch eingesteckt, ich weiß es gar nicht. Warum gehst du nicht weiter? Weil ich nochmal nach dem Kompass gucken wollte. Achso. Ich glaube, der war bei mir nämlich nicht da. Ich glaube, ich muss mir mal erstmal Gemüseriegel einwerfen. Ah, schon besser. Das habe ich auch gerade getan. Hier ist ein Wasserfall, der fließt ins Nirgendwo. Er verschwindet einfach im Stein. Mal duschen. So. Sind wieder sauber. Und du verschwindest bei mir auch gerade einfach im Stein. Oh. Ja, ich bin ein Geist. Ich hab's schreien hören. Du auch? Ich auch, und ich habe auch was rennen. Einer. Ich habe auch was rennen gehört. Hier ist einer direkt um die Ecke. So, er brennt. Nehmen wir mit. Meinst du, die anderen kriegen dann Angst, ja? Benutzt den als Waffe gegen die anderen. Ich schleuder den dann einfach um mich. Das ist wieder so ein Holzding. Mal immer noch nicht einschlagen, die Tür. Doch, doch. Jetzt! Oh. Merkwürdige Dinge gehen hier wieder vor sich. Und die letzten zwei Geld wollen nicht. Und ganz viele Steine. Die letzten zwei wollen nicht. Oh, sorry. Ich hänge hier fest. Hast du es klein bekommen? Wie bitte?
Hast du es klein bekommen? Bin hier hinten in der Höhle drinne gerade. Ah, sehr schön. Warte, ach so. Hier ist auch wieder ein Foto. Muss ich angucken. Und der Practice Caver, ach, das Foto, das liegt doch nochmal am Strand. Licht. Eine Bibel liegt hier hinten noch. Ah, okay. Wenn du auf B drückst und dann in deinem Buch guckst, aufs Hauptmenü ganz unten stehen Notes. Da ist dann das Bild drin. Ja, das hatte ich auch schon mal irgendwo gesehen. Ah, siehst du, das kommt mir gerade nicht. Doch, ich komme wieder raus. So viele Köpfe liegen hier rum, aber ich kann schon gar keine mehr mitnehmen. Ich auch nicht. Meine Tasche für Schädel ist schon voll. Boah, was hier für ein Zeug rumliegt. So viel Geld. Und wir stürzen uns einfach drauf. Ja, Geld, das ist bestimmt vom Bill Gates oder so. Die Privatinsel, wo er immer Menschen jagt. Ja. So, mir ist jetzt wieder kalt. Mir nicht. Da hinten, der See leuchtet aber hell. Und da steht einer davor. Hier geht's dann da auch stehen zwei noch davor. Wie viel? Ich sehe das gar nicht so richtig. Zwei Stück stehen da davor. Warte mal, ich hol mal meinen Pfeil und Bogen raus. Oder, oder ein Molly. Habe ich hier vielleicht beide? Voll daneben. Gott, der kam aber angesprungen jetzt hier. Oh, und ich hänge ja fest. Ob der hier hochkommt? Oder ob der auch wieder wie der Dicke hier einfach nur dran hochspringt? Nö, der kommt wirklich hoch. Kehre zurück, woher du kamest. Der andere ja, steht dann werde ich jetzt auch mal wieder auf die Axt umrüsten. Ah, scheiße, ich habe ja vielleicht Pfeile auch gleich mehr. Anzünden bei der Gelegenheit. Ja, zünd die mal an und werf die mal auf dem, geh mal auf den Typen da vorne los. Jawohl, er brennt. Ach, der hat dich übelst nach hinten gehauen. Er hat mich gerade nach oben gehauen, irgendwie. Ja. Die können Sachen. Will ich auch können. Da auch wieder ein Haufen Geld rum. Also hier drüben geht's jetzt weiter, wo ich bin? Oder? Ja, hier geht's noch weiter, hier drüben. Und bei dir dort drüben geht's auch noch weiter, ne? Also dort, wo ich gerade war, ja. geht's nach unten. Auch wieder überall Geld rum. Finden doch hier nie wieder raus. Wahrscheinlich. Hier zweigt sich der Weg auch vor schon allem wieder, so ne? viele Wege, wie es hier gibt. Gleich mal. Der Weg zweigt sich ja auch schon wieder. Warte mal. Was ist hier? Ich bin auf dem Holzweg quasi gerade. Ach das, ja, geh mal, komm mal mit hier unten lang. Kommt man hier nicht durch, oder was? Doch. Hier unten ist nämlich noch so eine kleine Höhle, wo so ein bisschen Zeug drin liegt. Naja, lohnt sich nicht. Erstmal Alkohol aus Felsen pflücken. Oh, Mensch. War das? Eine Kassette habe ich gerade collected. Oh, cool. Aber ich muss dann auch gleich erstmal mir eine Dose öffnen. Sonst verdurste ich noch. Wo
bleibe ich ja andauernd hängen an den Felsen. Ich habe wirklich gerade ein bisschen Angst, dass wir hier nie wieder rausfinden. Ach, das wird schon... Zur Not... Boah, wo hast du denn die Kassette her? Okay, ich sehe jetzt hier keine Kassette. Dann pflücke ich noch ein bisschen Geld von der Wand. Aber ich habe ehrlich keine Kassette hier gefunden, du. Okay. Dann haben wir den Part der Höhle schon mal abgegrast. Sehr schön. Ja. Oh, ich muss mal wieder... Schon wieder was essen und was trinken. So. Okay. Bist übrigens ein Schwarzer bei mir. Ah, wieder jemand anders. Na schön. So, genau. Und hier ging es nämlich nochmal links rum. Oh, was? Da ist ein blutbefleckter Tisch. Genau, und, dahinter hängt was an der Decke, was wackelt. Irgend so eine Zwischenmahlzeit von denen wird es sein, was wackelt. Hier hängen auch ganz viele Zähne von der Decke. Ah, hier ist wieder das Broken ein Toy. Ein Broken Toy? Genau. Kenn das gar nicht, glaube ich. Kennst du nicht? Ich kenne das schon. Schädel, Kopf. Was ist denn das Broken Toy? Weißt du das? Ah, nee, das so, kann ich nicht. Bringt das irgendwas? Nee. Ich glaube, das soll dann irgendwann mal in die Story oder so mit einfließen. Also für seinen Sohn, den man dann sozusagen sucht oder so. Okay. Hier ist wieder so ein größerer Abschnitt. Ich glaube, hier kriegen wir gleich Besuch. Da hinten sehe ich was rumzappeln. Bist du da? Ja. Oh, das klingt nicht gut. Wow! Ich bin tot. Was? What the fuck? Warte. Fuck, die haben mich tot gemacht. Ich bin im Flugzeug. Oh Gott, oh Gott. Jetzt sind es schon zwei gleich. Ich glaube nicht, dass ich hier noch lange leben werde. Oh Mann. Jetzt ist mein ganzes Zeug weg, oder? Fuck. Oh, wie soll ich es denn mit zwei gleichzeitig aufnehmen? Ah. Ja, das Problem habe ich jetzt gerade nicht mehr. Jetzt bin ich auch tot. Na schön, dann sehen wir uns ja gleich im Flugzeug wieder. Oh nö, wir haben ja echt gar kein Zeug mehr. Ja, es ist alles weg, ja. Gerade war das noch so ein schön gefülltes Inventar. Also normalerweise ist es ja so, dass man zu seiner Leiche zurücklaufen kann, sich das Zeug holen kann. Aber so wie ich das mitbekommen habe, ist es bei vielen so, dass die Leiche, sobald man die aufheben will, einfach verschwindet. Hm?
Ich wollte gerade einen Koffer öffnen. Hab aber nicht weit genug nach unten gezielt, hab also auf einen Baum neben mir eingeschlagen. Und während ich das mache, rennt mir ein Reh in die Axt hinein. Wie geil. Boah, hier ist ein Lager, gleich bei dem Flugzeug, wo überall verkohlte, geköpfte Leichen rumliegen. Oh, das klingt cool, zeig mal her. Hier, ich stehe da gerade. Das ist echt ganz schön mies. Die dachten sich bestimmt so, oh, jetzt gibt's endlich Rettung durchs Flugzeug und dann verbrennen sie am Flugzeug. Ja. Das ist die Tragik des Lebens. Oder halt des Nicht-Lebens. Mann, das ist echt verdammt ärgerlich, ne? Ja, ich sag's mal so, unseren Totenkopf zeigt's uns ja noch an, also wir sollten mal die Hoffnung noch nicht aufgeben. Naja. Habe ich gerade ein Waschbär und ein Reh mit dem gleichen Hieb getötet. Ui. Läuft heute. Ich bin ein richtiger Meisterjäger. Wo bist du denn überhaupt? Ich sehe dich überhaupt nicht mehr. Da hinten. Ich würde sagen, wir gehen mal zu unserem Lager zurück erstmal, oder? Ja, ich habe gerade einen Speer gefunden und will mir gleich mal 2, 3 Fische rausholen, wenn ich dann gerade mal die Gelegenheit habe. Oder geht das im Multiplayer nicht? Anscheinend nicht. Jetzt her, du Fisch, du. Jawohl. So, ja, zur Base würde ich auch sagen, gehen wir erstmal. Ah, hier ist dieser übergeile See. Oh, geil. Die Enten sind neu. Das sind ganz schön große Enten. Kann man die sich jagen kann? Komm her. Na, ich kann durch die durchschwimmen auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, was du machst gerade. Ich bin gerade in so einem kleinen See drinne. Und da schwimmen Enten drauf und die sind neu. Willst du dir ein paar Enten jagen? Ja, aber im Wasser kann man ja nicht nicht seine Waffe benutzen, deswegen. Huch! Ja, hier steht noch ein Boot, da sind Seile drin. Und da haben wir ja keine mehr. Dürfte jetzt sogar schon fast da sein, oder? Ich sehe noch nichts, aber ich glaube auch. Bist du einfach drüber geschwommen oder bist du gelaufen? Bin gelaufen. Ich bin jetzt auch da. Oh,
Die ganzen Koffer sind noch auf. Kann man gar nicht neu öffnen. Verrückt. Ja, fast. Wie als wäre das normal so. Ah, hier ist ein geschlossener. Hab mir schon Sorgen gemacht. Hier unten an der einen Höhle hatten wir doch irgendwo ein Feuer hingestellt, ne? Ja, da sehe ich's. Ach so, Hunger habe ich gar nicht. Bloß wenig Energie. Rate mal, wer gerade das Problem mit der Tür hat, das du sonst wahrscheinlich immer hast. Wie geil. Ja, muss ich halt übers Dach in die Höhle rein, ne? Ja. War doch bitte nur ein Wildschwein, ja. Ja, erstmal frisches Regenwasser trinken, das ist schön. Ja, ich musste mir gerade auf dem Weg eine Soda aufmachen. Nicht immer nur den Zuckerscheiß, den die hier auf Überlebenstouren mitgeben. Oh, ich habe den Timer gar nicht angemacht. Ich habe nur Angst, dass ich jetzt nie wieder rauskomme aus der Hütte, wenn ich da jetzt reingehe. No risk, no fun. Das ist mein Motto. Ja, zur Not stellst du dich eine Minute ins Feuer oder sowas. Außerdem bin ich ja auch gleich da. Ja, ich komme hier nicht mehr raus. Ja, ich hab's probiert, lange gegen die Tür rennen und dabei ducken, springen und alles mal probieren und dann ging's irgendwann so ein bisschen. Nanu? Was? Denn? Ach, ich glaube, ich weiß. Vorn, als ich bei dem einen Lager war. Lass mich raus! Lass mich raus! Vorn, als ich an dem einen Lager war, konnte man auf die Fahne mit einem R klicken. Und da war so ein Drehsymbol dazu und ich habe mich gewundert, warum nichts passiert. Aber guck mal, die eine Fahne zeigt es jetzt als grüne Fahne an. Nö, bei mir nicht. Nee? Nö. Hallo? Ja, du kommst. Na komm mit, ja. Achso, bei mir sind die Koffer übrigens zu. Ich werde mal Holz fällen gehen, dann können wir ja eine Treppe innen reinbauen, dass wir von innen nach draußen kommen, egal wer den Bug hatte. Ja, gucken, das wird wahrscheinlich schwer sein. Was wir natürlich... Hatten wir doch in der anderen Hütte auch schon mal gemacht. Die war aber größer und da haben wir die Mauern anders gebaut. Wenn wir das nochmal probieren wollten, dann würde ich die Mauern nochmal abreißen und dann ein bisschen größer machen. Nee, das machen wir nicht. Aber was wir machen können, ist ja noch eine zweite Hütte jetzt verriegeln, ja, quasi. Ja, oder das. Aber egal, was wir machen, Holz brauchen wir für alles. Auf jeden Fall. Achtung, Baumfeld!
Hä? Willst du diesmal was hinbauen? Wie bitte? Willst du was bauen? Dann hole ich Holz ran. Ja, ich guck gerade schon, wo es Türen gibt. Wie gesagt, ich würde das ein bisschen weiter nach außen rausbauen. Damit ein bisschen mehr Platz ist drin, sozusagen. Mhm. Aber so viel weiter rausbauen kann ich das gar nicht, weil ein Stein vor der Hütte liegt. Sonst nehmen wir eine andere Hütte. Ja, die Tür kann ich dann wieder benutzen, ohne Probleme. Schön. Ja, die kann ich dann vielleicht nicht benutzen. Hatten wir jetzt eigentlich so ein Drying-Rack gebaut? Nee. Dann lass uns das auch gleich mal noch tun. So, ich muss mir erstmal einen Fisch auf den Grill hauen. Ich muss mir jetzt erstmal was ins Feuer hauen. Ja, ich hau mir einen Fisch gerade ins Feuer. Obwohl, ich habe gar keinen Hunger, verdammt. Jetzt kann ich gerade ein bisschen die Tür auch benutzen, aber wahrscheinlich nur, weil sie offen stand. Nö, jetzt geht's gerade wieder halbwegs normal. Verrückt. Dann setze ich mich mal hier noch auf die Bank und regeneriere Ausdauer, bis ich nicht mehr darf, weil böse Menschen kommen und uns aufessen wollen. Ja, ist jetzt natürlich die Frage, ob wir vom Neuen jetzt beginnen oder ob wir die uns noch im Kopf haben. Eigentlich ja nicht. So, Rack ist fertig. Das Rack ist fertig, ja? Sehr schön. Kannst du nämlich mal gleich, na gut, alles was du hast hinhängen, haha. Ich habe einen Fisch so. Wenn der durch ist, wir können übrigens beide von beiden essen. Also, wenn wir das draufhängen und das eine Weile hängt, also wir können auch Arme und Beine draufhängen, lustigerweise, die dann essen. Und wenn es durch ist, können wir die dann, also, ist dann egal, ob die dann von mir sind oder von dir. Meinst, es ist egal, ob wir deine oder meine Beine draufhängen? Genau. Es sind dann unsere Beine. Okay. Ja, ist gerade mal wieder ein Vogel ins Feuer geflogen. Passiert halt. Ah, weißt du was? Das ist eigentlich gar nicht so günstig mit der Hütte hier hinten. Hier ist nämlich auch ein großer Stein in der Hütte. Ja, ja, aber das ist, du hast hier in allen anderen Hütten, hattest du irgendwas, was drinne war oder so. Deswegen hatten wir ja am Anfang die hier ausgewählt, weil die innen drinne größtenteils leer war, bis halt auf das mobile Körperteilen dran.
gesucht. Auf dem Feld. Okay, die Hütte ist soweit durch. Du kannst ja schon mal eine Treppe reinsetzen. Ich habe noch ein bisschen Holz. Ich höre was. Ich höre was. Ja, da hüpft eine rum. Ich glaube, du solltest lieber nach Hause kommen. Ich gehe auch erstmal in unsere Lagerfeuerhütte. Ich häng gerade. Okay. Ich sehe hier niemanden. Also echt gar niemanden. Ach doch, da. Da unten schleicht's rum. Naja. Da komme ich mal nach Hause. Plup. So. Übrigens bist du jetzt bei mir kein Schwarzer mehr. Ach so, ja, ich habe mich zwischendurch gewaschen. Ah. Stimmt, ich bin kein Schwarzer mehr. Okay, die haut auf unserer Tür drauf rum. Dieser sollte man einmal die Leviten lesen. Oh, das sah jetzt eher andersrum aus. Ich zünd meine Axt an. Oh, die haut gerade auf unsere anderen Hütte drauf rum. Jetzt nicht mehr. Es war nur eine, ne? Ja, erstmal. So. Ich zerhackstückel die mal. Weil die Arme und die Beine, die können wir ja dann aufs Reck hängen. Zerhackstückel die immer nicht so gern. Das ist immer so eine Schweinerei. Ach, ich finde das lustig. Dauert immer so lange. Mir fällt gerade jedes Mal, wenn ich auf einen Koffer oder sowas einhaue, das Feuerzeug aus der Hand. Okay. So, ein Beinchen, noch ein Beinchen, ein Ärmchen. Oh, wir könnten auch mal Fidschis bauen. Hört mir gerade auf. Weiß nicht. Hält das die denn wirklich fern? Da habe ich nämlich immer nicht so richtig das Gefühl. Nee, ich auch nicht, aber die beleuchten auf jeden Fall nochmal. Ja gut, in der Hütte haben wir auf jeden Fall genug Beleuchtung hier durch das Riesenfeuer. Ja gut, das stimmt, aber wir könnten ja hier davor also, ein bisschen... wir können das gerne machen, ich... da nichts dagegen. Die Skull-Lampen sind auch nicht schlecht, weil die leuchten nämlich dauerhaft. Hm. Na, weil die Effigies, gehen ja immer mal aus. Die muss ja immer wieder anzünden, das ist bei den Skull-Lampen nicht so. Die wollen heute gar nicht so richtig, habe ich das Gefühl. Wer? Na hier, die Leute, die auf der Insel wohnen. Sonst haben wir doch hier immer einen riesigen Ansturm. Nee, wir haben ja sozusagen neu gestartet. So, du, ich würde sagen, wir machen jetzt auch mal eine Folgenpause. Ich weiß zwar nicht genau, wie weit wir schon sind, weil ich ja den Timer ewig vergessen hatte anzumachen. Oh, da spaziert gerade einer draußen rum. Genau vor unserer Tür. Ich kann durch den Türspalt sehen. Oh, aber was damit passiert und was wir mit dem machen, das seht ihr gleich in der nächsten Folge. Bis dahin. Macht's.